Kreuzweg virtuell. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dritte Station. Meine Verurteilung vom Hohen Rat. Da stand ich nun vor all diesen Heuchlern. Die Hohepriester haben Leute gesucht, um falsche Zeugenaussagen zu machen. Manchen einfachen Menschen haben sie die Worte im Mund umgedreht, um Fakten gegen mich zu bekommen. Die Mühe war umsonst. Sie konnten nichts finden, was sie wirklich gegen mich verwenden konnten. Aber da war so viel Hass und Gemeinheit in ihrer ganzen Art. Ich wusste, wohin das führen würde. Doch ich schwieg. Dann traten zwei Männer auf, die damals dabei waren, als ich sagte, ich könnte den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Auf die Idee, dass ich nicht das Gebäude meinte, sondern mich selbst, kamen sie nicht. Selbst als der hohe Priester mich anherrschte, mich doch zu verteidigen, schwieg ich. Es war doch sinnlos, etwas zu sagen. Der Hohe Rat hatte sein Urteil längst gefällt. Das war ein abgekartetes Spiel. Hier war ich chancenlos. Darum sagte ich nichts. Doch dann beschwor mich der Hohe Priester. Er fragte, ob ich der Christus, der Sohn Gottes sei. Ich habe das so nie gesagt. Darum antwortete ich, das hast du gesagt. Ich gab ihnen, was sie wollten. Im Aramäischen meiner Sprache heißt nämlich meine Antwort auch, du hast es gesagt. Der Hohepriester zerriss sein Gewand vor meinen Augen und brüllte, dass ich Gott gelästert habe. Da brauchten sie keine Zeugen mehr. Sie hatten, was sie wollten, und erklärten mich für des Todes schuldig. Kennst du das Gefühl, wenn jemand sein Urteil über dich schon längst gesprochen hat? In diesem Fall macht es keinen Sinn mehr, sich zu verteidigen. Die Menschen legen dir dann jede Wortmeldung sowieso nur mehr gegen dich aus. So stand ich da und nahm mir, trotz meiner Angst vor dem, was kommen wird, vor, meinen Weg in Würde zu gehen. Kopf hoch und weiter. Im Angesicht von Demütigung, Schmerz und Vernichtung bedarf es großen Mut, seinen Weg mit erhobenem Haupt weiterzugehen. Ich schenke dir Mut, um die Fesseln deines Lebens würdig ertragen zu können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.